Hallo, dieses kleine Intro vor dem Intro nehme ich am Montag, den 19. Januar 2015 auf. Der Senkrechtstarter Podcast ist jetzt seit letzten Mittwoch, also gerade mal ja, 4, 5 Tage online und hat schon eine ziemlich tolle Erfolgsgeschichte hingelegt. Wir waren zwischenzeitlich auf Platz 1 im Bereich Marketing und Management, bei iTunes auf Platz 4 im Bereich Wirtschaft. Damit das so weitergeht und damit ich möglichst spannende Interviewpartner gewinnen kann, eine kleine Bitte vorab. Bitte bewerten Sie diesen Podcast. Alle Infos dazu finden Sie unter heikohäusler.com/bewerten. Heiko Häusler in einem Wort. Häusler mit AEU.com/bewerten. Dort alle Details, wie Sie den Podcast bewerten. Und jetzt zum eigentlichen Programm. Herzlich willkommen beim Senkrechtstarter Podcast. In diesem Podcast spreche ich mit erfolgreichen Menschen aus den verschiedensten Bereichen. Mein Ziel dabei: Tipps, Tricks, Inspiration, Anregungen für Sie. Und nun zu unserem heutigen Gespräch. Ja, schönen guten Morgen. Hi Ralf, wie geht's? Hallo Heiko, ja, mir geht's perfekt, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch und den Zuhörern da draußen natürlich auch. Ja, alles gut. Okay, wir wollen ein bisschen sprechen über Internetmarketing natürlich vor allem. Vielleicht fangen wir mal klassisch an und du erzählst uns so in ein paar Sätzen, was du so treibst. Okay, ich versuche es in ein paar Sätzen. Können noch ein paar mehr werden. Grundsätzlich ist so, ja, ich mache jetzt seit circa 8 Jahren Internet. Beziehungsweise Online-Marketing, ja. Mit dem Schwerpunkt Affiliate-Marketing. Wenn man es auf Deutsch ausdrücken würde, Empfehlungsmarketing, weil da gibt es ja immer noch irgendwelche Aufklärungslücken. Affiliate-Marketing, ein eingedeutschtes Wort aus dem Englischen. Also im Prinzip runterzubrechen, Empfehlungsmarketing, da steckt doch meine Leidenschaft drin und da versuche ich immer neue Strategien zu entwickeln. Und das Ganze noch einfacher zu machen, als es eh schon ist. Und da gibt es noch viele unentdeckte Wege, Strategien etc., Aufbaumöglichkeiten und natürlich Aufklärungsmöglichkeiten. Und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Okay, lass uns doch gerade bei dem Begriff mal hängen bleiben. Affiliate Marketing vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen. Was heißt das und was ist so der große Vorteil aus deiner Sicht? Also der allergrößte Vorteil von Affiliate Marketing aus meiner Sicht ist, dass du von heute auf morgen starten kannst. Ist natürlich jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber theoretisch kannst du wirklich im Online-Marketing starten, von einem auf den anderen Tag, weil du kein eigenes Produkt benötigst. Genau. Du benötigst keinen Support, du benötigst keine in gewisser Weise Einarbeitungszeit oder Erstellungszeit für ein eigenes Produkt. Und kannst dich direkt draufstürzen. Ganz einfaches Beispiel: Amazon.de, wohl die Mutter aller Partnerprogramme, wenn man so möchte. Ja. Du meldest dich dort beim Partnerprogramm an und kannst sofort die Produkte empfehlen. Dauert keine Stunde, die Freischaltung zu erhalten und dann kannst du sofort loslegen. Ich sage jetzt mal: Kannst deinen Freunden deinen Fernseher empfehlen und bekommst, wenn die etwas bestellen oder wenn die den Fernseher bestellen, bekommst du Provision dafür. Ja? Und ich weiß, dass es vielleicht schon ein bisschen ja, abgestumpft ist, aber ich versuche es immer wieder so zu erklären, damit es wirklich jeder versteht, denn eine Fernsehzeitschrift, die kennt jeder von uns. Ja. Und Fernsehzeitschriften, die machen schon seit 30 Jahren Affiliate-Marketing und zwar mit dieser Seite, die in keiner einzigen Zeitung fehlt, empfehle uns deinen Freunden und erhalte eine Prämie dafür. Ja. Bei den Zeitungen sind meistens Sachprämien, aber genau das gleiche Prinzip. Du empfiehlst einem Freund diese Fernsehzeitung, der abonniert die und du bekommst einen Gutschein, einen Staubsauger, wie auch immer. Ich denke, wir wollen heute nicht darüber sprechen, wie man einen Keller voller Staubsauger bekommt, sondern dieses Prinzip ist einfach ins Internet transportiert worden, ins Online-Marketing und funktioniert exakt wie auf diesem Wege. Genau, also das ist ja genau die, sagen wir die
die Grundlage dieser Kundenempfehlungsprogramme. Mir fällt immer Sky als Beispiel ein. Ich hatte mal eine Zeit lang ein Sky-Abo und jedes Mal hier kam dieses Kärtchen, empfehle es deinen Freunden, dann bla bla bla. Oder im Fitnesscenter beispielsweise. Es gibt ja immer wieder dieses Thema, und das jeder Unternehmer, der schlau ist, macht es ja in irgendeiner Form, dass er seine Kunden nutzt, um ja für Weiterempfehlung. Ist ja, liegt da nahe letzten Endes. Genau, eine Empfehlung ist ja immer mehr wert, als wenn ich, im Prinzip ist es ja warmes Marketing, wenn wir es mal so nennen. Ja. Anstatt komplette Kaltakquise, wenn du rausgehst, der potenzielle Kunde kennt dich nicht, der kennt dein Produkt nicht und du musst ihn in gewisser Weise dann überzeugen oder überreden. Ja. Und wenn ein Partner dazwischen sitzt, durch Affiliate Marketing, dann ist die Hälfte der Arbeit schon abgenommen, weil der glaubt dir. Genau. Ja. Da wird eine Empfehlung ausgesprochen und einfach ein Angebot präsentiert. Mhm. Und das ist der große Hebel bei Affiliate Marketing. Übrigens auch, was ich immer wieder bewundere, ist, wie die großen Firmen, zum Beispiel 1&1, mit diesem Thema Affiliate Marketing umgehen. Ja. Ich glaube, in keinem Einkaufszentrum in Deutschland war 1&1 noch nicht vertreten. Okay. Und auch das, die dort die Stände haben und irgendwelche Handyverträge oder Internetzugänge anbieten, sind genauso Affiliates. Sie sind freie, Partner. Okay. Mhm. Genau, das sind freie Partner, die bekommen kostenloses Werbematerial, die Prospekte an die Hand. Du meldest dich nur bei 1&1 an und kannst dann damit tun, was du willst. Und die mieten sich dann diese Plätze in den Supermärkten und bekommen pro vermitteltem Handyvertrag zum Beispiel zwischen 100 ja. und 300 Euro Provision. Nichts anderes als Affiliate-Marketing. Okay. Ich denke genau, dass das sehr, sehr viele Firmen machen, dass man es vielleicht gar nicht so erkennt, weil, genau. Diese Stände, mir fällt dann als Beispiel, fallen diese Kreditkartenstände an Flughäfen ein. Wahrscheinlich ähnliches Prinzip, mutmaßlich, genau. Wird wahrscheinlich auch nicht Barclaycard selber machen, sondern auch wieder ein Partner, der dann für jeden Abschluss so und so viel Geld bekommt. Das ist einfach eine sehr weit verbreitete Marketingmöglichkeit, die natürlich auch sehr, sehr viel Sinn macht, weil, wie du eben gesagt hast, die Empfehlung von einem Freund natürlich viel, viel mächtiger ist als Werbung, als klassische Werbung einfach. Genau. Wie hast denn du angefangen? Oder was hast du ursprünglich gemacht? Wir haben ja hier im Internetmarketing oder im Online-Marketing sehr viele Quereinsteiger. Ich habe vor kurzem mit Oliver Wermeling gesprochen. Der ist ja ganz, ganz krass mit früherer Polizist. Aber du hast es auch nicht von Anfang an gemacht, nehme ich mal an. Nein. Zwangsläufig. Also wenn wir ein bisschen zurückgehen, wie gesagt, ich mache es mittlerweile circa 8 Jahre. Ja. Und ins Online-Marketing selbst kam ich eigentlich nur, weil ich und meine Frau den Traum hatten, auf Mallorca leben zu wollen. Ja. Und ich habe ein ganz normales Handwerk gelernt mit Dreher, heute wird es der Spannungsmechaniker genannt. Und habe danach noch eine Reisekaufmann-Lehre dran gehangen und war noch mal 7 Jahre Reisebüroleiter. Und der Traum, auf Mallorca zu leben, wurde aber immer stärker. Und irgendwann musste, oder fiel dann die Entscheidung, jetzt muss was her, wo ich ortsunabhängig und zeitunabhängig mein Geld verdienen kann. Okay. Weil für mich kam es definitiv nicht in Frage, als Arbeitnehmer ins Ausland zu gehen. Ja. Aufgrund der Schwierigkeiten, Sprache etc. Du kannst auch vorher Sprache lernen zum Beispiel. Ist eine Erfahrung von mir. Das ist aber nicht das Gleiche, als wenn du nachher im Arbeitsleben stehst. Ja? Ja, klar. Und egal, wo du hingehst, die Geflogenheiten, mittlerweile lebe ich ja in Mallorca und USA abwechselnd, und die Geflogenheiten sind überall anders, das ist eine andere Mentalität, damit musst du zuerst mal als Arbeitnehmer parat kommen und das kam für mich überhaupt nicht in Frage und so bin ich ins Online-Marketing quasi rein gestolpert. Ganz ehrlich und offen, ich sage es auch immer wieder, ich bin über diesen 48-Stunden-Geldverdien-Report von Dr. Oliver Pott gestoßen ja. und habe den dann direkt umgesetzt und direkt mal 1.000 Euro verbrannt. Okay. Mit Google AdWords, weil es wird das dann empfohlen. Ist aber eine etwas defizite Sache, muss ich dabei sagen. Und war dann zuerst mal stinke-sauer. Das klappt alles nicht, alles Betrug und was weiß ich nicht. Nach einer Woche bin ich aber dann aus meinem Tal der Tränen wieder raus und habe gesagt, wenn die anderen das schaffen, und damals warst du ja schon dabei, Heiko, ja. Du warst ja schon aktiv, wie ich angefangen habe, und wenn der Heiko, wenn der Pott, wenn der Dani, wenn die das können, dann kannst du das auch.
Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe das Ganze wirklich nochmal aufgearbeitet und auch mal nachgedacht an der Stelle. Ja. Weil vorher war ja nur Report runterladen, nachmachen und sofort fliegen die Millionen hier rein. Leute, dem ist nicht so. Ihr müsst schon ein bisschen nachdenken. Alles, was da draußen an Quellen, an Reporten, an Videokursen ist, die funktionieren, aber man muss natürlich auch ein bisschen mitdenken und ein bisschen auch selber aktiv werden und nicht nur nachbasteln. Auf jeden Fall, nach dieser Woche war ich aus diesem Teil der Tränen raus, habe das Ganze noch ein bisschen umgebaut und zack, lief es auch sofort. Das war Ende September 2006. Okay. Und im Januar 2007 habe ich schon meinen Job an den Nagel gehängt. Wow, das ist 3-4 Monate. Ging wirklich rasend schnell bei mir. Was war das dann für ein Thema oder für ein Produkt? Das war ein Report, der bestand aus 3 DIN A4 Seiten. Und ja. Das Geheimnis der großen Powerseller. Mhm. Und das Einzige, was ich da oder was in dem Report drin stand, waren Großhändleradressen für eBay Powerseller. Okay, das war damals ja noch ein Riesenthema. eBay hat sich ja so ein bisschen totgelaufen gefühlt. Genau, aber der Report, der läuft heute noch. Okay. Den verkaufe ich heute noch aktiv. Mhm. Zwar nicht mehr so viel wie damals, ja, aber hat auch ein bisschen mit der Aufmerksamkeit von meiner Seite aus zu tun. Ich promote den nicht mehr. Es sind eigentlich wirklich nur noch Affiliates, die den promoten. Aber da werden täglich noch Verkäufe mit erzielt. Und das Ding ist jetzt 8 Jahre alt. Lass uns doch an dem Beispiel kurz bleiben, weil das ist immer, finde ich, immer so krass. Du hast quasi vor 8 Jahren dieses Ding hingestellt und hast dir damit ein Asset für dein Business geschaffen. Und das verdient bis heute Geld für dich im Prinzip. Definitiv. Das ist doch wirklich, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich unglaublich, gerade im Internet, wo alle davon sprechen, wie schnelllebig alles ist. Einmal dieses Ding hingestellt und jetzt über Affiliates verdienst du nach wie vor damit Kohle. Das ist natürlich cool. Genau. Sehr, sehr cool. Ein einziges Mal überarbeitet worden, mhm, in der Zeit. Und die Inhalte stimmen nach wie vor. Wie gesagt, handelt sich rein um Adressen für Großhändler. Ja. Und deswegen war mein Durchbruch mit 3 DIN A4 Seiten wohlgemerkt. Ja. Und Ende September 2006 habe ich angefangen. Januar 2007 meinen Job gegründet als Geschäftsführer bei einer eBay-Firma, aber ich war für den Einkauf zuständig. Okay. Das war dann noch die Grundlage für die Adressen. Die das ich war das hatte. Wissen, was du dann logischerweise in den Report gepackt hast. Ja. Genau. Mhm. Und im Februar 2007 stand ich dann auf einmal da. Ich hatte gute Verkäufe und hatte mir durch die Verkäufe auch eine Liste aufgebaut. Ja? Ja. Newsletter-Leser wissen wir heute alle, ist Stammkapital einer jeden Online-Firma. Und jetzt hatte ich eine Liste. Ich hatte eine Käufer- und eine Interessentenliste. Aber kein weiteres Produkt, was ich ja verkaufen konnte. Also hatte ich irgendwie einen Stillstand. Mhm. Und dann habe ich versucht, daraus, was kann ich jetzt mit den Adressen machen? Wie kann ich jetzt mehr Geld oder weiterhin Geld verdienen mit diesen Stammlesern, mit diesen Kunden etc.? Und damals bin ich über Tante Google auf Corey Google gekommen. Okay. Den Affiliate King dieser Welt überhaupt, wenn man den amerikanischen Internetmarkt dann hier glauben darf. Frank Kern, Tony Robbins, alle haben bei Corey Rudel gelernt. Mhm. Und so bin ich auf dieses Thema Affiliate-Marketing gekommen. Damals in Deutschland eigentlich bekannt, nur in diesen Kreisen, die wirklich schon online was gemacht haben. Ansonsten war Affiliate-Marketing noch nicht mal ein Begriff im Endeffekt. Und so habe ich mich dann in die Materie reingearbeitet, habe im Februar 2007 meine erste Affiliate-Promo gemacht, mhm, und habe damit mehr verdient als mit meinem Report. Das heißt, du hast an deine Liste ein Angebot von jemand anderem geschickt im Prinzip? Genau, richtig. Okay. Zuerst mal an die Kunden, ja, ein weiteres Produkt zu dem gleichen Thema, Großhändleradressen. Mhm. Ja. Damals habe ich eine Plattform empfohlen, keine Ahnung, ob es die heute noch gibt, aber da habe ich pro Abschluss, also pro neue Mitglied, 15 Euro damals bekommen, mhm, und habe damit in 2 Tagen 1500 Euro verdient, ohne dass ich ja mein Produkt beworben habe, sondern ein Fremdes, das war ja nur eine Provision. Ja. Und da war mein Ehrgeiz dann wirklich geweckt und dann hat sich daraus auch eine Leidenschaft entwickelt, dieses Affiliate-Marketing immer professioneller zu betreiben, immer besser zu betreiben
bis heute einfach ein Thema, weil es Geschenke auch noch 30, 40 Jahre Kapital hat, um weitere Strategien zu entwickeln. Auf jeden Fall, ja. Und bei den reinen Interessenten, die damals mein Produkt nicht gekauft haben, da habe ich dann zuerst mal Gewinnspiele promotet und habe dann für pro Teilnehmer am Gewinnspiel, der Kunde hat was Kostenloses, ich habe 5 Euro pro Teilnehmer bekommen. Und damit habe ich mit dem Februar 2007 so viel Geld verdient, ohne dass man ein eigenes weiteres Produkt erstellen musste. Und das finde ich bis heute noch mega genial und faszinierend, wie man damit wirklich richtig, richtig viel Geld verdienen kann. Ja. Dann hast du ja quasi in unserer Nische dieses Thema so ein bisschen besetzt, Affiliate-Marketing. Du hast dann auch hier Affiliate-König das Branding dir zugelegt. Genau. Das ist natürlich auch sehr, sehr smart, wirklich so eine Nische dann eben auch wirklich fett und richtig hart zu besetzen, sozusagen. Und hast dann quasi, wenn ich das richtig verstehe, auf zwei Gleisen weitergemacht. Zum einen hast du natürlich selbst weiterhin mit Affiliate-Marketing Geld verdient und du bringst natürlich den Leuten auch bei, wie sie mit Affiliate-Marketing was machen. Das sind so, denke ich, die beiden Hauptthemen. Genau. Okay. Das eine ist aus dem anderen herausgestanden. Ja. Okay. Weil ich habe dann irgendwann für diesen Report das Geheimnis der großen Power-Seller halt auch Partner gesucht, die den promoten, also sprich Affiliates gesucht. Ja. Und dann kam die Thematik auf, ich wäre gerne ein Partner von dir oder ein Affiliate von dir, aber wie mache ich das? Mhm. Und dabei ist mir dann halt aufgefallen, dass das überhaupt noch nicht existent war. Dann habe ich halt die Nische besetzt und habe dann angefangen, zuerst mal meinen eigenen Partnern zu erklären, wie funktioniert Affiliate-Marketing. Und das kam so gut bei denen an, dass ich dann den Affiliate-König geschrieben habe. Das war ja damals noch ein Report mit 130 Seiten, um das Ganze zu erklären. Und dabei ist mir dann natürlich aufgefallen, hey, es gibt ja nicht nur diese Großhändler-Nische, ja, sondern da draußen gibt es vielleicht Leute, die würden das gerne machen mit LCD-TVs, mit bla bla bla. Ja? Gibt ja alle möglichen Produkte. Ich habe zum Beispiel viele, die immer wieder gefragt haben, hey Ralf, ich bin ein Hunde-Fan oder Katzen-Fan, also in diesem Tierbereich, da ist eine unheimlich große Dichte an Menschen, die da gerne was machen würden, was empfehlen würden. Und so Tierliebhaber, die schwören dann auch auf ihr Hundehalsband oder auf das Hundefutter und würden das dann auch wirklich mit vollem Engagement weiterempfehlen. Und dadurch kam ich dann auf die ersten Videokurse zu entwickeln zu dem Thema, dass es nicht nur meine eigenen Partner sind, sondern hey, ich bringe dir gerne bei, wie Affiliate-Marketing funktioniert, egal in welcher Nische. Ja. Dann musste mir aber für meinen Videokurs auch etwas bezahlen, weil meine Partner waren jetzt erstmal die, die ich akquirieren und aktivieren wollte. Die haben das Ganze umsonst bekommen damals. Ja? Mhm. Also im Endeffekt ein Training, wie sie mein Produkt promoten, wo sie Werbung schalten können, wie sie Traffic erreichen, etc. Ja. Und irgendwann kam es dann halt so, dass immer mehr kam und gesagt haben, Ralf, ich möchte jetzt mit deinem Produkt promoten, aber kannst du mir nicht zeigen, wie ich das damit oder damit oder damit mache? Mhm. Und da ist dann irgendwann 2010 die Idee des VIP Affiliate Clubs geboren worden. Okay. An dem Konzept habe ich dann circa ein Jahr gearbeitet und bis heute, denke ich, ist der Launch des VIP Affiliate Clubs einer der, zumindest für mich, natürlich der giganteste gewesen, was noch nicht mal vom Umsatzvolumen, sondern von dem, was da draußen passiert ist. Ja, dieses Geschrei und dieses Marketinggeschrei und dieses Geschrei von der Gegenseite etc. Ja. Weil da hat es wirklich gefunkt, weil da waren alle Großen, in Anführungszeichen Großen der Branche dabei, weil eigentlich gibt es für mich keine Großen, sondern nur Gute und Schlechte. Und da waren aber auch alle Guten dabei, ja? Guten wie Schlechten dabei. Und der VIP Affiliate Club ist bis heute da, mittlerweile in der Version 2.0 und hat über 3.700 Mitglieder. Wow. Bei einem aktuellen Preis von 1.000 Euro, ich denke, kann man da echt von Vorzeigeprodukt sprechen. Ja. Und das hat sich dann bis heute auch immer so weiter aufgebaut, dass ich, wenn ich eine neue Strategie habe, die auch in den VIP Affiliate Club reingebe, etc. Okay, verstehe. Um nochmal zurückzukommen auf das Jahr 2007, du hast dann wirklich deinen Job hingeschmissen. Ich nehme an, du hast dann auf jeden Fall spürbar mehr verdient als im Job
Oder war das Thema Freiheit so wichtig, dass du gesagt hast, egal? Ja. Also ich habe hier gerade eine schlechte Verbindung. Lass uns mal kurz Break machen. Siehst du, hörst du mich noch? Okay, jetzt ist wieder da. Lass uns nochmal da anfangen bei dem Thema zurück zu 2007. Also nach meinem Satz einfach. Ja. Ja, 2007 war für mich die Entscheidung. Also zum Ersten habe ich in der Tat dann in diesem Monat, Januar 2007, mehr mit dem Online-Marketing verdient als mit meinem Hauptjob. Okay. Das war für mich der erste Grund. Aber ich muss auch ganz klar dabei sagen, ich war im Einkauf tätig. Das heißt, 3 Tage die Woche zumindest bin ich morgens 7 Uhr aus dem Haus, mhm, nach Holland, nach Belgien, habe Preise verhandelt, kam dann abends um 7, 8 oder manchmal auch um 9 Uhr zurück, ja, habe dann nochmal 4 Stunden Online-Marketing gemacht. Ja. Okay. Und im Januar habe ich dann gemerkt, hey, das geht mal eine Zeit, aber wenn du das 3 Monate so durchziehst, ja, dann musst du irgendwann noch eine Entscheidung treffen. Meine Entscheidung oder unsere vielmehr, ich habe da ja meine Frau mit eingezogen, mhm, war dann, okay, wir setzen alles auf diese eine Karte. Ein gewisses Risiko ist immer dabei, wenn man sich selbstständig macht, wenn man Unternehmer sein will. Ja. Aber dann muss ich auch irgendwann zu diesem Risiko stehen. Ja? Ich kann nicht auf der einen Seite die Sicherheit eines bezahlten Jobs oder dass jeden Monat der Lohn da ist und auf der anderen Seite vielleicht den Traum haben, eine Million zu verdienen. Dann muss ich auch da wirklich Herz in die Hand nehmen und Risiko gehen. Okay. Und das habe ich dann im Januar gemacht. Ich habe den Job gekündigt und konnte mich von da an ja dann auch Vollzeit um mein Online-Marketing-Business kümmern. Und genau das hat mir am Ende dann auch dazu verholfen, dass ich wirklich viel, viel schneller vorwärts kam und die Umsätze dann dementsprechend explodiert sind. Okay, aber da war dann grundsätzlich die Entscheidung wirklich zu sagen, hey, Sicherheit oder ein bisschen Risiko und in zwei Jahren sind wir weg. Und so war es dann auch. Und dann seid ihr gleich nach Mallorca rübergezogen oder hat es noch ein bisschen gedauert? Das hat noch ein bisschen gedauert, weil, ja, wir brauchten ja ein gewisses finanziellen Background. Mhm. Also mussten uns auch zuerst mal ein bisschen Reserven aufbauen. Ja. Und dann haben wir zuerst einmal eine Sache gemacht, die ich heute als die wichtigste überhaupt in der Zeit oder als die wichtigste ansehe. Wir haben zuerst 4-mal Probewohnen auf Mallorca gemacht. Ja. Wir haben uns also eine Liste gemacht. Ich für mich, meine Frau für sich und haben dann geschaut, wo überschneiden wir uns in welchem Ort, haben die ersten 4 Orte genommen, mhm, und haben Probewohnen gemacht und da ist so was Erstaunliches passiert. Keiner der 4 Orte, die für uns im Traum waren, kam in Frage. Um dort zu leben dann? Für das tägliche Leben dort. Für den, ja, Urlaub gar keine Frage. Aber richtig dort leben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dort, keine Chance. So ist dann am Ende der 5. Ort erst geworden und das hat uns aber auch in gewisser Weise 1 Jahr Zeit gekostet, dieses Probewohnen, weil Probewohnen ist für mich dann wirklich mal 4 Wochen an diesem Ort zu sein, zu arbeiten auch, nicht am Strand zu liegen. Das wäre natürlich dann wieder fatal. Aber so konnten wir halt, ich kann heute klipp und klar sagen, wären wir damals nach Port Antratsch, was unser beider Traum war eigentlich, wären wir da hingezogen, wären wir heute nicht mehr auf Mallorca. Mhm. Das hältst du nicht aus, ja, definitiv nicht. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiges Thema, gerade an dieser Schnittstelle zu ja, am Urlaubsort oder da, wo ich 3 Wochen im Jahr bin, dann dort zu leben. Das ist ja ein völlig, völlig anderes Thema. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, dort wirklich zu arbeiten und täglich zu sein. Und deswegen war das, glaube ich, genau das Richtige, dass ihr getestet habt erstmal, wie das in der Praxis denn funktioniert. Weil viele ziehen ja dann, brechen alle alles ab, ziehen dahin und merken dann nach 4 Monaten, dass es nicht funktioniert halt. Genau. Ja. Okay. Und der größte Fehler, den viele machen, ist halt auch vom Sommer, von der Hauptsaison auszugehen. Ja. Testen sollte man aber in der Nebensaison, sprich meistens in Europa halt im Winter, ja, denn das ist ein komplett anderes Leben. Kein Supermarkt mehr offen, du hast 10 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. Lauter so Kleinigkeiten, die aber nachher dann entscheidend sind. Ja. Und das war für uns die wichtigste
Erkenntnis, die wir damals ziehen konnten, und wir heute noch sagen, Gott sei Dank haben wir dieses Probenwurm gemacht und sind erst ein Jahr später dann weg quasi. Okay. Und jetzt? Seit 2010 sind wir dann komplett rüber. Okay. Und die Wohnung, die ich jetzt sehe, die ist irgendwo auf Mallorca, kann ich sagen. Nein, die ist jetzt in Deutschland, weil wir sind ja hier 2 Tage vor Weihnachten. Achso, du bist... Weihnachten sind wir immer in Deutschland bei der Familie. Okay, verstehe. Das ist dann so eine Tradition, die wollen wir auch einfach nicht brechen. Ja, klar. Mallorca Weihnachten ist auch ganz, ganz toll, aber es ist halt schwer, die komplette Familie dort einfliegen zu lassen. Da fliegen wir lieber nach Deutschland. Ich meine, das ist ja auch der Vorteil, es ist ja noch vergleichsweise nah. Da 2 Stunden ist man ja dann wieder hier zurück. Okay, das heißt aber im Moment ist Mallorca so der Hauptwohnsitz und du hast gesagt, USA ist so die zweite Adresse. Genau. Normalerweise gehen wir im Winter für Minimum 3 Monate nach Florida. Okay. Hat einfach auch mit dem Wetter zu tun. Ja. Mallorca ist toll, auch im Winter, aber nicht so beständig wie Florida zum Beispiel. Mhm. Und seit 2011 machen wir Sommer oder die warmen europäischen Monate sind wir auf Mallorca und meistens so Dezember bis April dann in Florida. Okay, interessant. Das heißt also, das ganze Business, was du betreibst, betreibst du dann logischerweise eben von unterwegs aus, ist dann also das Thema Laptop-Business sozusagen. Genau. Okay. Genau, das perfekte. Gibt es da eine Domain zu? Oder? Gibt's auch, ja. Okay, alles klar. Okay, erzähl doch mal, was war so der größte Misserfolg oder die größte Lernerfahrung, die du vielleicht gemacht hast? Ja, da gibt es natürlich einige. Was für mich ein grundlegendes und wirklich eine gravierende Erfahrung war, war damals mein Anfang, die erste Woche. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ich hatte ein gutes Gehalt als Geschäftsführer, kein super gutes. Ich hatte halt ein paar Vorteile, wie den Firmenwagen, musste da also nichts bezahlen, von daher war es okay. Ja. Aber wir mussten uns wirklich auch jeden Urlaub hart zusammensparen. Und ich habe dann mit meinem Anfang dieses komplette gesparte Geld wirklich in Google AdWords gehauen. Okay. Und 1000 Euro da reingepulvert und hatte mit diesen 1000 Euro 27 bzw. 54 Euro Einnahmen, also 2 Verkäufe da, beziehungsweise 3 Verkäufe. Okay. Irgendwas passte da nicht. Ja? Kein gutes Verhältnis. Das war kein gutes Verhältnis. Ja. Und jetzt war die Kohle weg. Ja? Mhm. Und das in 5 Tagen habe ich die verpulvert. Ich hatte so ein Limit, 200 Euro. Ja. 5 Tage war die Kohle weg, aber nichts auf der Habenseite. Und das war für mich wirklich auch eine schlimme Erfahrung. Weil der erste Gedanke, der halt hochkommt, alles Lug und Betrug etc. Und da war ich echt mega down. Da habe ich auch eine Woche nichts auf die Reihe bekommen, weil Urlaub weg, Kohle weg, Idee funktioniert nicht, also Traumziel oder der Traum Mallorca in weite Ferne gerückt. Ich glaube, das war für mich wirklich das Gravierendste, was ich in der Zeit gelernt habe. Einfach auch mental, gefühlsmäßig und ja, im Endeffekt auch von der, ja, wie soll man sagen, von der gegenüber der Familie, ja, oder der Frau. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Ja. Geht dann so verantwortungslos am Ende mit dem Geld um. Und das war eine sehr, sehr harte Erfahrung für mich. Okay. Und daraus habe ich sehr, sehr viel gelernt. Vor allen Dingen auch niemals aufgeben. Weil wenn du einmal was anpackst und verlierst etwas oder machst Scheiße, auf Deutsch gesagt, heißt das noch lange nicht, dass das immer so ist, wenn du das anpackst. Ja. Nur ein bisschen Grips mit reinbringen, dann funktioniert es. Und auf der anderen Seite war dann sehr, sehr, dann lief eigentlich alles wie geschmiert, bis zum Launch vom VIP Affiliate Club, weil da wurde das Tamtam dann richtig groß. Ja. Da warst du damals als Partner dabei, Oliver Pott war als Partner dabei und das hat natürlich auch ein gewisses Rauschen verursacht in der Online-Marketing-Welt. Und da kam ich zum ersten Mal richtig mit den Neidern. Da kam dann der Gegenwind. Da kam der Gegenwind. Und wenn man mich kritisiert, damals war es noch was anderes. Ich bin jetzt 3 Jahre erfahrener, ja. Aber
Ich kann mit Kritik nicht gut umgehen. Vor okay. allen Dingen dann nicht, wenn sie nicht berechtigt ist. Ja? Heute sage ich Kritik einmal frei, gar keine Frage, solange sie konstruktiv und berechtigt ist und nicht auf irgendwelchen Unwahrheiten beruht. Und das war 2011 eine echt harte Phase für mich, da zu lernen, richtig damit umzugehen, richtig zu reagieren. Hm. Und die ersten 2, 3, 4, vielleicht auch 5 oder 6 kritischen Kommentare oder auf anderen Blogs, ja, da habe ich noch immer selber mitkommentiert und habe dann immer selber, oder ich war selber dafür verantwortlich, dass diese Blogs auf einmal richtig beliebt wurden, weil ja. dann die Diskussion, du kannst dort nicht diskutieren. Ja, ja. Und da musst du für dich selber lernen, hey, halt dich zurück. Punkt 1, die wollen mit deinem Namen, mit deinem Produkt, wie auch immer, Aufmerksamkeit auf ihren Blog erregen. Wenn du jetzt mitkommentierst, dann erreichen sie genau das, was sie wollen. Muss man am Ende verhindern. Das war ein sehr, sehr harter Prozess für mich, da zu lernen, nicht zu reagieren auf unberechtigte Kritik, wohlgemerkt. Ja? Ja. Ich bin wirklich der Letzte, wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, da hast du was falsch erklärt oder sonst, dann mache ich das Video neu oder schreibe den Absatz um, habe ich kein Problem. Aber diese unberechtigte Kritik von Leuten, die mein Produkt, mich persönlich nicht kennen, aber mich persönlich beurteilen oder mein Produkt beurteilen, ohne es zu kennen, das ist hart. Damit muss man lernen, umzugehen. Und heute kann ich nur sagen, auf meinen Seminaren, die ich heute selber halte, auf meinen Vorträgen oder wenn ich mit Kunden spreche, versuche ich das auch immer direkt zu vermitteln. Weil, wenn wir uns mal zurückerinnern, 2007, 2008, Facebook, ja, das haben wir da. Ja, das ist heute natürlich alles noch viel, viel schneller und direkter, dieses ganze Thema. Genau. Das heißt aber im Prinzip so der größte Erfolg und auch die Krise möchte ich nicht sagen, aber auch so das größte negative Erlebnis, das war sehr, sehr eng beieinander dann im Prinzip. Das war beides rund um diesen großen Launch. Ja. Mhm. Ja. Definitiv. Und du hast dann für dich daraus gelernt, dass es keinen Sinn macht, dort einzusteigen in Diskussionen halt, weil, wie sagt man, don't feed the troll. In dem Moment, wo man antwortet, geht es ja dann erst so richtig los. Genau. Aber ich glaube, dass es auch, ich kenne es ja selber, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, sich da wirklich rauszuhalten oder zu wissen, dass da diskutiert wird und nicht hinzugucken, sich nicht mit zu beschäftigen, sein Ding durchzuziehen. Das ist, glaube ich, wirklich eine richtig harte Geschichte, weil das ja teilweise wirklich auch sehr, sehr persönlich ist, was dann darum diskutiert wird bei solchen Dingen. Sobald man merkt, dass es gar nicht mehr um konstruktive Kritik am Produkt, sondern schon ums Umfeld einer Person geht, weil er da oder da oder da lebt, entzieht er sich ja irgendwelchen Sachen oder sonstigen, dann sollte man wirklich versuchen, die Sache auch gar nicht mehr nachzulesen. Ich weiß, dass es schwer ist, gar keine Frage. Aber da kann nichts Konstruktives mehr rauskommen. Da kann am Ende nichts Positives mehr rauskommen. Es gibt natürlich auch Blogs da draußen, gar keine Frage, die sind sehr, sehr professionell geführt. Mhm. Die würden aber auch niemals auf diese Ebene da runtergehen. Ne? Die behandeln dann oder die nehmen ein Produkt vielleicht auseinander, absolut okay, das gefällt einem, gefällt dem anderen nicht, ja. auch keine Frage, aber sobald es persönlich wird, ist einfach vorbei und dann sollte man da auch kein Futter selber hinwerfen. Ja, okay. Was ist heute oder jetzt so dein großes Thema im Moment? Also seit circa anderthalb Jahren beschäftige ich mich mit reinen Affiliate-Strategien, um wirklich dieses, was immer wieder propagiert wird, tolles Leben, viel Geld, wenig arbeiten, viel Zeit, viel Freizeit haben, das versuche ich zu automatisieren. Ich bin ein mega Fan von Tim Ferriss, von der 4-Stunden-Woche, weiß aber auch, dass die 4-Stunden-Woche nur ein provozierender Titel ist. Ich persönlich konnte mit der 4-Stunden-Woche selber gar nichts anfangen, weil ich einfach auch arbeiten will. Mir macht Online-Marketing Spaß. Ja? Aber die 4-Stunden-Woche soll ja wachrütteln. Sie soll dir zeigen, was kannst du besser machen, was kannst du automatisieren und gewinnst am Ende dann pro Tag 2, 3 Stunden. Und so habe ich mir auf die Fahne geschrieben, beziehungsweise auf mich selber, Strategien zu entwickeln im Affiliate-Marketing,
wo ich zum Beispiel keine Webseite mehr benötige, wo ich kein E-Mail-Marketing benötige. Okay. Aber auch mit der ganz klaren Aussage, hey, das perfekte Laptop-Business funktioniert, du brauchst kein E-Mail-Marketing, du brauchst keine Technik, du bekommst alles in meinem Videokurs, aber das geht auch bis maximal 5.000 Euro. Mehr ist damit eigentlich nicht möglich, aufgrund des Zeitaufwandes und aufgrund der Thematik, dass kein E-Mail-Marketing dabei ist. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel die Blackbox. Da gehe ich wiederum gleiches Thema, aber mit der Grundlage E-Mail-Marketing, um eine Liste aufzubauen. Ja. Und da versuche ich einfach Strategien zu entwickeln, die für jeden anwendbar sind. Für jeden hört sich auch immer hochgradig an. Im Prinzip ist es aber so, weil du musst nur lernen, du musst umsetzen und natürlich Durchhaltevermögen haben. Das ist ja das. Die meisten scheitern ja nicht an irgendeiner Strategie oder an irgendeinem Produkt, sondern einfach nur, weil sie nicht den richtigen Willen und nicht das Durchhaltevermögen haben. Okay. So, und da versuche ich entgegenzuwirken, dass Technik weg oder so gut wie weg ist. Natürlich brauchst du immer irgendwie ein bisschen Technik. Aber ich denke, zum Beispiel ein YouTube-Konto öffnen, das sollte eine Sache sein, die jeder kann. Mhm. Wer das nicht schafft, dem können wir auch im Online-Marketing nichts beibringen und der wird auch im Online-Marketing sehr wahrscheinlich niemals Geld verdienen. Also das ist natürlich irgendwo eine Grundlage. Aber SAP, WordPress installieren, Datenbank, Datenbank-Nutzer, und das sind natürlich Begriffe, wo viele einfach auch Angst vor haben. Okay. Deswegen versuche ich Produkte bzw. Strategien, ich nenne es auch heute nicht mehr Produkt, weil es sind im Endeffekt Trainings. Mhm. Ja? Ich entwerfe Trainings, wie man im Internet Geld verdient, als Affiliate ohne eigenes Produkt sofort starten kann, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass du dann ewig kein eigenes Produkt machst. Ich finde nur den Einstieg mit Affiliate-Marketing, der ist sehr günstig. Du hast kaum Kosten, ja, die du hier ansetzen musst. Auf der anderen Seite ist natürlich irgendwann von jedem sehr wahrscheinlich dann noch, oder sollte das Ziel sein, irgendwann mal ein eigenes Produkt in Form von einem Videokurs oder Report am Markt zu haben. Aber für den Anfang ist Affiliate Marketing meiner Meinung nach das Beste. Und man kann mit Affiliate Marketing wirklich komplett ortsunabhängig arbeiten. Okay. Und das versuche ich auch den Menschen da draußen zu zeigen, wie die sich organisieren. Weil in einem meiner ersten Launches, wo mein Trainer, Betreuer, wie auch immer, oder mein Berater Daniel Dirks war, okay, da steckten 6 Wochen harte Arbeit drin. Also im Endeffekt noch mehr, aber 6 Wochen echte harte Arbeit. Und wir befanden uns gerade auf so einem Probeboden auf Mallorca. Und da geht mir, Donnerstag sollte der Launch starten, mittwochs geht mein Laptop. Und ich hatte alle meine Daten auf dem Laptop. Wenn ich jetzt Daniel angerufen hätte und hätte gesagt, Daniel, wir können den launchen, alle Partner waren eingeladen, die Termine festgelegt, ja, der hätte mich erschlagen. Und zu Recht. Dann bin, ja, zu Recht. Dann bin ich in einen PC-Laden in Palma, in einem, ja, Supermarkt, ja, kann man sagen, war kein PC-Laden, und habe einen Monitor gekauft und Gott sei Dank war an meinem Laptop nur der Monitor. Okay. Also ich kam an alle Daten ran. Wenn aber die Festplatte ja kaputt gewesen wäre, ja, hätte ich ein echtes, heftiges Problem gehabt. Ja. Und so habe ich dann auch Strategien entwickelt, wie mir das wirklich nie mehr passiert, sondern wie ich wirklich, egal in welcher Situation, egal auf welchem Ort dieses Planeten, an meine Daten komme. Okay. Und das ist auch heute die Grundlage in allen meinen Trainings, in allen meinen Seminaren, wie organisiert man sich richtig, welche Tools nutzt man und vor allen Dingen auch, mit welchen Tools arbeite ich schnell und korrekt. Ja. Wenn du ein eigenes Seminar hältst und forderst die Teilnehmer oder einen Workshop, forderst die Teilnehmer auch, dann loggen sie sich doch jetzt mal bitte in die Plattform ein und die Hälfte der Teilnehmer fängt an, in der Tasche oder in der Laptop-Tasche zu kramen und holt die nach 4 Zettel raus. Oh, da wird ein Internet-Geld mit dir und guckt sich seine Zugangsdaten aus. Nee, geht nicht. Kann ich nur zu gut, ja. Ja. Und das habe ich die letzten 5, 6, 7 Jahre immer wieder notiert, was ist mir in der Zeit passiert, wo haben die Leute echte Probleme. Und zum Beispiel mit diesen Logins, ja, ist ein ganz einfaches, simples Ding, aber da verbringen die dann 1 Stunde am Tag, weil die auf irgendwelchen ausgedruckten DIN-A4-Blättern ihre Zugangsdaten suchen. Ja. Dann kannst du nicht vorwärts kommen. Und mit dieser Thematik beschäftige ich mich dann wirklich jetzt sehr intensiv. Also mit Tools, wie man effizienter arbeitet im Prinzip.
Genau, richtig. Zum Beispiel eben Passwort-Login-Software statt irgendwie Fresszettel, wo Passwörter draufstehen. Oder bei allem das gleiche Passwort, was ja Leute auch gerne machen. Bei allem das gleiche Passwort würde ich jetzt nicht empfehlen. Wenn man einmal knackt, ist ein bisschen gefährlich. Passwort-Manager, ja. Die kosten ja heute auch nicht mehr viel. Ich persönlich nutze LastPass und empfehle auch LastPass. Ja. Und ich habe dann, wenn ich jetzt auf dem MacBook arbeite und speichere ein neues Passwort ab, ist das sofort auf dem Smartphone, auf dem iPad, auf meinem iMac verfügbar. Und ich muss mit dem DIN A4-Zettel ausformen. Ich habe es immer bei mir. Ja. Und habe ein einziges Masterpasswort, was ich mir merken muss. Mhm. Oder Daten in der Cloud zu speichern, anstatt auf der Festplatte. Heute geht eh das ganze Theater, Windows, Mac, egal was im System ist, geht eh immer mehr in die Cloud. Das ist alles irrelevant. Warum soll ich noch auf irgendeiner Festplatte was speichern? Also alles in die Cloud. Und wenn mir PC oder Laptop oder Mac geklaut wird, gehe ich halt in den nächsten Internetcafé, logge mich in meine Cloud ein, kann wieder arbeiten. Ja. Egal wo ich gerade bin. Und das ist erstens ein Ziel von mir, dass ich so organisiert bin und das versuche ich auch den Kunden weiterzutragen. Denn dann bekommen die entscheidende Zeit, sich ums Marketing zu kümmern und nicht irgendwo die Zeit zu verlieren mit Suchen von Passwörtern oder Suchen von Zugängen oder sonstigem. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt heute wirklich so viele Tools und Software für wirklich für jeden Zweck. Ich meine, die Probleme, die wir haben, die haben auch andere und damit gibt es auch automatisch Lösungen sozusagen, sei es für Passwörter, sei es für Dateien, sei es sowas wie Evernote, um seine Notizen zentral zu sammeln. Es gibt ja im Prinzip für jedes dieser Probleme eine sehr, sehr gute Lösung. E-Mail-Marketing, Webseiten erstellen, das ist heute wirklich, glaube ich, natürlich viel einfacher als zu unserer Zeit damals, als wir angefangen haben, um mal von den alten Zeiten zu reden. Es gibt wirklich heute so viele hochprofessionelle Lösungen für alle Zwecke, die man sich wirklich für kleines Geld teilweise holen kann. Das ist eigentlich wirklich, macht die Sache teilweise wirklich sehr, sehr einfach. Gut, dass es ansprichst, meine erste Newsletter-Software hat 1.200 Euro gekostet. Okay. Die war lokal auf einem PC installiert und ich musste mich am Tag 3 oder 4 Mal einloggen, damit ein Abgleich gemacht wurde mit denen, die sich online eingetragen haben. Okay. Ein ganz heftiges Ding damals noch. Ist dann noch relativ schnell gestorben, dieses Ding, weil es einfach nicht rechtskonform mehr war. Weil damit haben wir dann auch irgendwann zu kämpfen gehabt, dass immer mehr Online-Marketing-Rechtsprechungen erfolgt sind. Ja. Und mit meiner Software konnte es damals passieren, dass ich gerade ein Newsletter versendet habe, wo noch jemand drin war, der sich abgemeldet hatte, weil ich vorher keinen Abgleich gemacht habe. Ja? Ganz, ganz heftiges Ding, aber natürlich auch sehr umständlich. Kannst du mit heute Follow-up-E-Mails sehen, waren damit gar nicht möglich, einfach weil es rechtlich nicht umsetzbar war. Die Zeiten haben sich geändert und da muss man sich natürlich dann am Ende auch anpassen. Gib mir doch mal, oder gib unseren Zuhörern und Zuschauern mal so 3 Tipps, um ihr Business nach vorne zu bringen. Was sind so deine 3 großen Tipps? Also der für mich Faktor Nummer 1 ist einfach für mich die Organisation. Organisier dich richtig und du gewinnst Zeit. Zeit ist am Ende Geld. Ja? Und wenn du jetzt 6 Stunden am Tag arbeitest, 2 mit irgendwelchen Logins, irgendwelchen Organisationssachen da verbringst, oder auch zum Beispiel Rechnung schreiben ist so ein großes Ding. Ja? Ich arbeite damit Fastbill. Viele machen das nicht, weil ihnen 5 Euro am Ende zu teuer sind im Monat. Ja. Aber mit Fastbill kann ich automatisieren. Und diese 5 Euro, die habe ich in 3 Minuten wieder drin. Ja? Ja. Also die richtige Organisation und Denkweise ist für mich extrem wichtig. Ich meine, jeder Unternehmer, wenn ich da kurz einhaken darf, sollte ja für sich seinen Stundensatz wissen, was möchte ich die Stunde verdienen und damit auch dann wirklich eiskalt rechnen bei genau solchen Sachen. Wenn ich jeden Tag 10 Minuten einspare, weil ich die Rechnung automatisiert habe, dann kann ich mir diese Kohle auch leisten. Punkt. Ende. So. Exakt. Gleiches Beispiel, so ein Zahlungssystem wie wir nutzen, Digistore oder Philibank, wie auch immer, und PayPal zu nutzen, um die Rechnung selber zu schreiben, ist eine Milchmädchenrechnung, die niemals aufgeht. Dann zahle ich lieber etwas mehr Gebühren,
da gewinne ich so viel Zeit, dass ich am Ende diese gewonnene Zeit ins Marketing stecke und damit am Ende viel, viel mehr Geld einnehme, umsetze oder Gewinne erhöhe mit null Aufwand am Ende. Ja. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der hat jetzt auch nichts direkt mit Marketing zu tun. Ist aber eine Sache, Zeit vertrödelt man und Zeit ist nun mal wertvoll. Mhm. Gerade das ist ja ein Faktor, wo wir alle hinwollen, weniger Zeit am Arbeitsplatz verbringen. Zweitens, also mittlerweile würde ich sagen, alle drei Sachen würde ich mit mental bezeichnen. Durchhaltevermögen. Ja. Eines der ganz, ganz großen Sachen, die ich immer wieder feststelle, die Leute kommen zu mir, sind super motiviert und du erzählst ihnen, ja, du kannst in 8 Wochen Geld verdienen und nach 2 Wochen schmeißen sie hin. Mhm. Ja? Ich sage dir nicht, du kauf jetzt mein Produkt und morgen hast du 1 Million. Geht nicht. Unmöglich. Wenn das wirklich jemand irgendwo hat, bin ich direkt dabei. Geht aber nicht. Ja? Also bleiben wir ganz auf einem ganz normalen Niveau, ohne irgendwo nach oben oder unten auszuschweifen und sagen, okay, in 8 Wochen kannst du, wenn du tust. Dann kommt er mit voller Motivation und nach 2 Wochen schmeißt er hin, weil er dann doch mit den Freunden ein Bier trinken geht. Ja. Ja? Wenn man sich aber ein Business aufbauen möchte, dann muss man in einer gewissen Zeit auch gewisse Opfer bringen. Sprich, zweitens Durchhaltevermögen, da muss sich jeder im Klaren sein, ich schaffe es nur, wenn ich dranbleibe. Mhm. Am Ende ist es gegen eine Lehre, die man macht, wirklich total easy im Online-Marketing Geld zu verdienen. Aber man muss etwas dafür tun. Ja. Und drittens, das sind, ich sage dir nur die 2 Punkte, weil das sind für mich die 2 wichtigsten. Okay. Ja, also kann ich nur unterschreiben, Thema dranbleiben. Gerade weil es heute natürlich auch für viele Sachen Tools gibt und quasi die Hürden nicht mehr so groß sind, wie sie vielleicht vor 4, 5 Jahren waren. Trotzdem ist halt immer wieder zu sehen, dass Leute bei geringsten Widerständen eben dann zurück in die Komfortzone gehen, die Dinge machen, die sie gewohnt sind, das ganze Konzept über den Haufen schmeißen, weil irgendein Detail nicht funktioniert. Also da ist genau dieses Thema dranbleiben, durchziehen, ist das, was wirklich die Erfolgreichen ausmacht. Ja. Letzten Endes. Umsetzen, Speed of Implementation, all diese Stichworte, die uns ja im Prinzip klar sind. Wenn ich mich umschaue, wer was reißt im Marketing, dann sind das alles Umsetzer, die halt wirklich so lange dranbleiben, bis es funktioniert. Ganz einfach. Genau. Und vor allen Dingen, du sagst ein gutes Wort, Heiko, Speed of Implementation. Ne? Mhm. Es gibt viele, und das könnte man vielleicht auch jetzt als 3. Punkt werden, die, mit denen ich spreche, und die sagen, ach, ich bin schon seit 1 Jahr das Produkt am Entwickeln, da habe ich schon Fehler gefunden. Die meisten haben ein viel zu hohes Anspruchsdenken an sich selber. Ja. Besser halbfertig online gehen, als niemals fertig online gehen. Genau. Ja? Der Punkt ist ja auch... Die meisten kommen einfach nicht an diesen Punkt, zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal online, verbessern kann man immer. Ja. Gar keine Frage. Aber wenn ich absoluter Perfektionist bin, dann werde ich es niemals online schaffen. Kann und, ich auch niemals ein Feedback bekommen. Genau. Und das ist ja genau der springende Punkt. Das ist ja immer auf Basis der eigenen Maßstäbe, was ich selbst gut finde. Das ist aber völlig irrelevant. Relevant ist, was den Kunden gefällt. Und das finde ich verdammt nochmal nur raus, wenn ich irgendwas am Start habe, was ich testen kann. Hilft nichts. Die eigenen Maßstäbe spielen absolut keine Rolle. Je nach Nische habe ich vielleicht nicht mal einen Bezug zu dem, was ich dort anbiete. Das heißt, ich kann es gar nicht wissen. Ich kann gar nicht wissen, ob es einem Kunden gefällt. Insofern muss ich es testen. Völlig richtig. Exakt. Okay, zum Abschluss die Turbo-Runde mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wenn es mehr wird, auch nicht so schlimm. Wer fällt dir als erstes ein, wenn du erfolgreich denkst? Welche Person? Tim Ferriss. Welches Buch verschenkst oder empfiehlst du am häufigsten? Die 4 Stunden. Okay, das passt. Erfolgszitat, Lebensweisheit, Mantra, hast du da irgendwas? So ein Motto? Habe ich. Lebe jeden Tag, als wenn er Schatz, helf mir mal gerade. Wie ist mein Spruch? Ich komme jetzt gerade nicht. Einfach so ad hoc gerade. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein. Okay, vielen Dank. Du gehst abends ins Bett und stehst morgens wieder auf. Sehr schön. Als du etwas älter geworden bist, was ist für dich wichtiger geworden, was ist vielleicht unwichtiger geworden so in den letzten Jahren?
Also wichtiger ist mir mein körperliches Wohlbefinden geworden, ja. Definitiv. Ja, das ist eigentlich auch einer der ganz, ganz großen Punkte. Ich passe mehr auf mich auf, auch wenn ich ein paar Kilos weniger haben könnte. Aber das ist der Punkt, um kurz und knapp zu bleiben. Ich will hier keine 5 Minuten antworten. Okay, also gesund. Ist eine Turbo-Runde. Gesundheit im Prinzip. Ja. Okay. Welche Stadt, welches Land ist immer eine Reise wert? Mallorca. Palma de Mallorca. Ja. Okay. Ja, größte Vorbilder, Mentoren. Dann auch Tim Ferriss, oder? Tim Ferriss könnte man da mit Sicherheit nennen, weil ich mich da wirklich sehr, sehr stark dran orientiere. Natürlich ja. Gibt es noch ein paar andere, gar keine Frage. Aber Tim Ferriss könnte ich da schon nennen. Okay. Sie wird einfach auf Online-Markt. Zum Beispiel noch jemand anders? Anthony Robbins. Ja. Jack Canfield. Okay. Gut. Danke. Ich würde sagen, lass uns dabei. Bitte. Zum Abschluss noch 2 Fragen, die übliche. Wo finden die Zuschauer, Zuhörer mehr über dich? Im Internet, nehme ich an. Das perfekte Laptop-Business.com. Okay. Oder auf meinem Blog ralf-schmitz.net. Okay. Und dann allerletzte Frage zum IMK. Was wirst du dort uns zeigen, präsentieren? Ausgeklügelte Strategien zum Affiliate-Marketing ohne technische Hintergründe. Super. Okay. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Danke, Heiko. Ciao. So viel zum heutigen Gespräch. Die Shownotes und falls vorhanden eine Videoversion dieses Podcasts finden Sie unter heikohäusler.com/senkrechtstarter. Heiko Häusler in einem Wort mit AEU.com/senkrechtstarter. Dort erhalten Sie auch ein kostenloses Infopaket für Ihren schnellen Start ins Online-Business. Und damit unser kleiner Podcast möglichst viele Hörer inspirieren kann, bitte ich Sie natürlich auch um eine positive Bewertung bei der Plattform, über die Sie diesen Podcast konsumieren, also beispielsweise iTunes oder Stitcher. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Heiko Häusler.